Real V hört sich, finde ich, fair an. Digga, das ist eine Perle. Oh mein Gott, ich bin direkt durch die Map gefallen, wie schlecht. Aber da war so ein Mädel, direkt. Habt ihr die gesehen? Die hat mich hier gespawntrappt. Auf dem Server. Oh mein Gott. Hallo? Hi. Du bist wahrscheinlich jetzt gerade aus dem Sini rausgeflogen. Ja. Ja, ich gebe dir das einmal neu. Danke, Leute. Alles gut, du warst nur im U-Bahn-Tunnel, deswegen habe ich wusste, ich geholt. Weiß gar nicht, wo war ich da gerade? Ja, du warst irgendwo anders. Genau. Ja, wir lassen dich das mal in Ruhe machen und dann kommen gleich einfach hier aus der Tür raus. Danke. So. Fertig? Ja. Das hört sich doch schön an. Direkt die Kippe an, so gehört sich das. Direkt die Kippe an. Kannst du mal deine Ärmchen hochheben und dich einmal umdrehen? Einmal gucken, ob du irgendwelche Mottenlöcher hast. Nee, sieht aber gut aus. Nee, das sieht gut aus. Also ich habe da keine Bedenken bei, würde ich sagen. Ich tatsächlich auch nicht. Gibt's hier Mechaniker und ähnliches? Ja. Ah, sind die gerade da? Hallo. Servus. Ich kann mir das auch gut vorstellen, sowas. Ja, das kriegen wir bestimmt mal hin. Wenn du gleich eingereist bist, kannst du ein Kit mit T/Support machen. Dann kommt jemand zu dir und dann bekommst du ein Gratis-Import. Also du kannst einen von drei auswählen. Ach, cool. Wann kommt denn hier der ideale Trantüte? Ja, der muss halt erstmal vom Casino aus hier hinfahren. Deckst der sich noch ein, oder wie? Nee. So, aber dann oder ich wir fahren mit unseren Autos und der James fährt mit ihnen schon mal zum Benny's, weil wir brauchen auch unsere Autos. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie mitnehmen zum Benny's. Ich komme von den zwei Einreisebeamten. Okay. Oh, hier ist der Benny's. Sind hier schon welche oder bin ich hier alleine? Nee, hier sind welche. Die zwei Einreisebeamten eigentlich. Oh, und die anderen Leute? Aber die sind irgendwo im Staat unterwegs. Also. Oh. Ey, darf ich mal fragen? Ey, das ist nicht böse gemeint, aber was ist das da für ein Zahnpasta-Tube, die du dir da auf den Kopf gemacht hast? Colgate? Oha. Sorry, aber. Nettes Ding da hinten. Wie bitte? Oh! Cool. Ach so ein Ding ist das. Okay. Ah, die von der anderen. Wir können ihn oben ins Büro stellen. Ich hoffe, du weißt, welcher der richtige ist gleich. Ey, Digga, was ist das denn für eine Fackel, die eine? Was? Was ist das denn für eine Fackel, die eine? Wie meinst du? Die ist voll hübsch, oder? Ja, oder nicht? Oder? Geil, genial. Sag das mal ins Gesicht. Nee. So, hallo. Hi. Ja, sehr. Kein Problem. Warum? Ja, das kannst du mir jetzt erklären. Was denn? Sorry, ich sag das jetzt einfach mal in der Einreise gerade. Digga, ich fand dich einfach voll sympathisch und voll hot irgendwie. Ich weiß nicht, sorry. Ich hab ihm das gesagt, jetzt findet er das witzig. Sorry. Was denn? Keine Ahnung, dass ich dich halt hot finde, sorry. Sag das nicht zu laut. Warum ist jemand hier, der das nicht hören darf? Finde ich. Ja, mein Freund. Wer denn? Pedila. Wo ist der? Der knastet dich direkt ein, Alter. Der wird sich gleich um deinen Fall kümmern. Ja, mal gucken, ne, was für ein Lutschkopf das ist vielleicht. Ja. Boah. Aber du meintest auch, du hast auch gesagt, du würdest. Hab ich gar nicht. Hast du gesagt. Also bei ihm weiß ich, dass er es nicht macht. Ja, das hat er gesagt, ist ja auch egal. Also James, hast du mir was zu sagen? Nö. Ja, er hat es ja nur gesagt, vielleicht meint er es ja nicht so. Ich hab direkt losgelacht, was redest du? Ja, du so, boah, die würde ich auch mal machen, hast du gesagt. Hab ich gar nicht. Hey. Marc, ich glaube, ich muss gehen. Ja, ist ja auch egal. Warum das denn? Der Herr hat gesagt, dass er mich hot findet. Okay. Das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Und jetzt sagt er, dass James dasselbe gesagt hätte. Also du bist gut aussehen, das ist nicht abzustreiten. Das kannst du dann gleich mit dem Beamten regeln. Ja, aber ich glaube, die Wortwahl macht was anderes, also macht den Unterschied. Aber hot ist doch nicht schlimm. Nee, schlimm nicht, es klingt nur komisch. Ich wollte sie jetzt nicht von oben bis unten vollpissen. Nein. Ich wollte nur sagen, dass wir es dort sind. Nicht mehr hoch vor Lachen. Geil, ey, ihr seid eine richtig coole Truppe hier. Hier hat man einfach permanent einen Lachflutsch. Ey, ich hab mal so eine Frage. Also du willst Mechaniker werden, ne? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die Stelle kann ich dir auf easy besorgen. Geil. Da ist er. Servus. Hallo, mein Schatz. Schatz? Hallo? Also so nicht der Herr, ne? Was denn? Was gibt es denn? Hey, ich weiß nicht, ich fand einfach nur, hier die Dame, irgendwie wird das jetzt so Witz. Die Dame mit dem blauen Hand fand ich einfach richtig hot. Ich hab ihr das gesagt und das ist doch nicht schlimm. Was ist mit der Dame? Die sind nett, gut aussehend.
Meint er das gerade ernst? Ich soll sagen, sie ist hässlich? Okay, sie ist voll hässlich. Er hat IC ein Kompliment gemacht. Wo ist denn das Problem? Ich bin IC auch mit der Frau zusammen. Das ist das Problem. Aber dann sei doch froh, dass deine Frau ein Kompliment. Also, das bestätigt doch nur, dass du eine gut aussehende Frau an deiner Seite hast. Ey, gibt's hier noch andere Damen hier neben der anderen Blonden? Ja, hier gibt's ein paar. Ja, ich will jetzt nicht in deine Kelloggs pissen, deswegen. Ich frag so wegen anderen vielleicht. Ja, hier gibt's auch ein paar andere Damen. Ja, lass mal heute so ein Speed-Dating machen oder so. Digga, was ist mit dir? Junge, der muss ja richtig Druck auf der Leitung haben. Er reißt gerade ein, der direkt schon auf Frauensuche. Guck mal, du musst dir vorstellen, er kam von denen die Einreise. Antonia sagte halt, dass er im U-Bahn-Schacht wohl war, ne? Weil die Punkte da wohl gerade nicht gesetzt sind. Erst was er macht, er hat seinen Charakter erstellt und raucht sich erstmal eine Kippe im Flughafen. Ist doch geil. Direkt geil, direkt kaputt gelacht, gut verstanden. Aber Hauptsache hast du die Stumme mitgenommen und in den Müll geschmissen, ne? Weil Manu ist der, der da immer am Putzen ist, also. Ja, was? Manu, der Bastard. Ja, ja. Nee, davon habe ich nichts gehört. Ja, Marc, können wir gleich dein Auto abholen, bitte? Ja, dein Auto abholen. Hey, eine Frage, Jungs. Ja. Das war jetzt also der Freund von Antonia? Ja. Gut zu wissen. Ja, ihm gehört das Ganze hier unter anderem. Gut zu wissen. Achso, ich gehe mal eben einen anderen Hobel holen. Mach mal. Ich glaube, der Herr möchte unbedingt im Leichenschauhaus enden. Warum? Antonia. Nein, lass das besser, Kollege. Das kann sehr weit nach hinten losgehen. Ach, ist das bei denen auch OOC dann, oder? Also, die sind nicht, also die sind OOC auch, ja, aber die sind deswegen nicht mad oder so. Aber die sind halt hier auch so und ich hab das, also ich teste da keine Grenzen aus. Ich halt ja, da vielleicht, besser. Guck mal, was macht ihm das denn was aus, wenn ich jetzt hier mit ihr verheiratet bin oder zusammen, ist doch nicht schlimm. Nee, ja, die sind ja auch hier. Die sind hier. Ja, aber wenn, ich meine, wenn sie ihn hier betrügt mit mir, hä? Ach so, ja. Das wäre doch nicht so schlimm. Das ist ja nicht OOC, weißt du. Ja. Ja, aber du musst immer dran denken, er ist SPD-Glad, ne? Danke. Okay. Boah, geiler Benz. Ja, den hättest du auch haben können. Ja, aber damit kompensiert er bestimmt was, so ein Angeber. Ja. Das kann vielleicht sein, ja. So ein, wahrscheinlich so ein Ding in der Hose und meint jetzt hier, der ist der King wegen dem Benz. Das kann wirklich sein. So ein Wichser. Nee, der ist eigentlich sehr korrekt. Weiß ich nicht, egal. Ey, wo finde ich jetzt ein paar Leute, Digga? Oder vor allem, wie heißt das, Digga? Chayas irgendwie so? Was sagen wir da heute? Ja, keine Ahnung, was man da sagt. Da bin ich nicht so bewandert drin. Warum? Bist du mehr so die Männer oder was? Nee, aber mich juckt das halt einfach nicht. Ich hab da gar keinen Bock drauf auf sowas. Ah, ja, fühle ich. Noch lieber so mein Solo-Ding. Ja, fühle ich. Digga, ich war mal mit einer hier auf einer anderen Insel zusammen quasi und das ist dann schon fast OC geworden. Aber dann habe ich gemerkt, was für eine komische das ist. Und dann hatte ich direkt keinen Bock mehr. Okay. Das, die war so mit so Kacke essen und sowas. War, die fand die voll geil. Ich so, hä? Ne? Ja, interessant. Ja, das ist so richtig cringe geworden. Und dann, hast du OOC schon mal eine Freundin gehabt? Digga, was ist mit dir? Warum? Du bist ein bisschen aufdringlich, ja? Sorry. Naja, ich meine das nur. Ja, wohin fahren wir jetzt, Digga? Ja, wir sind bei Bennys. Yes, geil. Ach, du arbeitest ja auch hier, fällt mir gerade ein. Marvin, bist du da? Du arbeitest ja auch hier, ne? Ja, wie lange brauchst du noch? Ja, ich arbeite hier. Hat gar keinen Bock mehr auf mich. Ich schäme mich gerade voll. Mir ist das richtig unangenehm, obwohl das nur RP ist. Und habt ihr das kleine Problem gelöst gehabt? Ja. Hast du noch kurz einen Moment, Antonia? Oh nein. Der petzt jetzt, was ich gerade alles gesagt habe. Guck mal, der verpetzt gerade, das geht er jetzt mal hin. Du gerade haben ein paar halt. Ah ja, sorry. Nee, ich wollte fragen wegen des Tunings. Ja, das kann der Kollege machen. Krieg ich das komplett kostenfrei, das erste? Ja. Cool. Ich wollte auch fragen, was macht ihr beide heute noch so? Ich bin im MD-Dienst. Und ich bin im Bennys-Dienst. Hey, Digga, Leute, sollen wir mal irgendwie so eine Party heute machen oder sowas hier? Geil. Ja, erstmal gucken, ne? Wir müssen ja auch noch Sachen machen hier. Ey, ich hab auch so mit, worauf ich auch voll Bock hätte, einfach so eine coole Truppe, Digga. Wir sind so, dass man mal so, auch OC vielleicht so, Digga, so einfach mal eine Gruppe macht oder sowas so und immer schreibt. Allgemein. Marc, kommst du mal mit? Jo. Was ist denn OOC, der Herr? Ich glaube, der muss noch einiges lernen. Oh, der Admin ist da. Fuck, ich habe irgendwie Angst, dass ich gebannt werde jetzt. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich feiere einfach euch richtig, Digga. Mir gefällt das hier so. Ich finde das hier cool. Die Autos, Digga. Autoliebhaber, alles hier irgendwie. Ne? Ach ja. Puh, okay, der ist weg jetzt, der Admin. Boah, das ist halt wirklich cringe gerade, ne? Was machen wir jetzt, Digi? Wollen wir mal mein Auto zusammentun? Hast du dein Auto schon bekommen? Ja. Ey, Leute, das mit dem Ding ins Grad, vergessen wir einfach. Sorry, ne? Ich wollte das nicht. Mein Fehler, sorry, bla, vergessen. Okay? Cringe. Hallo?
Ja, aber das ist trotzdem allgemein ein bisschen komisches Verhalten, so ein bisschen aufdringlich und sowas. Ja, ja, ich halte mich zurück. So, kennst du das, wenn man das so danach so checkt? Kennst du das? Ja, vielleicht sollst du aber dich einfach mal in dein Auto setzen und erstmal ein bisschen durch die Gegend fahren und dich alles erkunden. Ja, ja, mache ich erstmal safe. Also ich tune das jetzt und dann mache ich das so. Ja, ich würde vielleicht vor dem Tuning erstmal ein bisschen eine Runde fahren. Ah, warum? Ja, einfach erstmal ein bisschen runterkommen von dieser Situation. Einfach mal uns ein bisschen Raum lassen. Ja, okay, ja, sorry nochmal, Digga, das war... Ich finde das irgendwie so lachkig, wie dieser eine Typ meinte, ja, Digga, du bist irgendwie voll komisch und so und das Cringe und alles, geil. Ja, ja, einmal einsteigen. Let's go. Ich halte mich jetzt so ein bisschen zurück und dann mache ich gleich wieder so ein bisschen so hinterrücks lästern mit dem einen oder anderen. Das ist geil, Jungs, das ist geil. Dann einmal einparken und bist du fertig. Fuck. Sorry, ich habe nicht nach vorne geguckt. Yo, sorry, Bro, ich habe überhaupt nicht nach vorne geguckt. Ich bin einfach rausgefahren, weil ich wollte einparken, damit das sich speichert wegen Tuning. War einfach. Ach so, ja, du hast nicht geantwortet, deswegen. Ja. Alles gut? Digga, der ist so abgefuckt von mir. Der war am Anfang noch voll mein Bra. Der hasst mich jetzt. Kurz nochmal nerven, sagen, dass er meinen Reifenqualm vergessen hat. Reifenqualm müsstest du, glaube ich, nochmal. Das machen wir erstmal nicht. Na gut, wir haben jetzt eine interne Besprechung. Wäre nett, wenn du dann dich anderweitig erstmal beschäftigst. Achso, kann ich nicht so reinschnuppern? Nee. Und guck mal, haben wir uns nicht vorhin darauf geeinigt, dass du dich erstmal in dein Auto setzt und ein bisschen die Stadt erkundest? Ja, ja, okay. Ja, dann mach das auch bitte. Ich wollte nur kurz so reinschnuppern, aber dann alles gut. Ja, nein, dann mach das jetzt auch bitte. Setz dich in dein Auto und fahr mal ein bisschen. Ja, sorry. Treffen wir uns alle später nochmal hier oder seid ihr dann weg? Keine Ahnung. Cool, dann sehen wir uns später. Welche App werden genutzt hier? Welche Apps? Das wissen wir nicht. Also ich nutze keine Apps. Und du? Ich guck das immer ab und zu mal so ein bisschen rum. Ich habe alle Apps auf dem Handy, mach's einfach auch. Ja, okay. Jo. Bis später. Okay, warte, lass mal noch. Digga, was ist mit dir? Sag mal jetzt ehrlich bitte. Warum? Du kommst 100-mal hier hin, du sagst 100-mal Tschüss, du kommst und gehst wieder und gehst und penetrant auf den Sack gerade bitte. Ich wollte nur fragen noch von dem Antioner die Nummer, dass er vielleicht diesen Reifenqualm mir Bescheid sagen kann. Ja, kannst du uns über Leitstelle erreichen. Haut rein, Jungs, bis später dann. Jo. Ja, der ist schon richtig am Ende, der Typ. Geil. Weißt du, vielleicht habe ich auch da mit diesem Punkt Freundin vorhin richtig den wunden Punkt bei ihm. Keine Ahnung. Ist das der richtig abgefuckt ist von mir? Nee, das ist der andere. Okay, warte, ich frage erstmal, ob es ihm gut geht. Oh. Nächstes Mal bitte auf deiner Fahrbahn bleiben. Oh. Boah, kannst du mir einen Arzt rufen? Ja, ich gucke. Wieso geht's dir noch so gut, ey? Wir haben uns voll erwischt. Tja, ich bin halt ein Mann und keine Memme. Oh, was, Jungs, was habt ihr was? Was kann ich gegen meinen Herzschlag machen? Ja, musst zum MD fahren. Und bleib mal bitte auf deiner Fahrbahn. Ja, du musst auch mal gucken, Digga. Nicht böse gemeint, aber du bist auch ein bisschen dämlich gefahren. Ich war auf meiner Fahrbahn. Ey, Bro, erstmal ein Durchziehen, oder? Wenn man so verletzt ist. Ach, Junge. Ein bisschen mehr Hirn. Okay. Guck mal, ich gehe jetzt auf die zu und der wird abgefuckt sein davon. Digga, ich höre ganz halt meinen Herzschlag. Kannst du mir einen Mediziner rufen? Ich glaube, wenn ich Auto fahre, bin ich ohnmächtig. Einer. Digga, geht's dir auch nicht gut oder was ist los? Benny's guten Tag. Beim Telefonieren unterbrechen. Aufgesehen, meine Postleitzahl. Hast du auch gerade Herzdingens oder warum sitzt du? Achso, dann fahr mal an der Garage bei uns ein bisschen warte, weiter. Warte mal, am Telefonieren. Hast du auch gerade richtig Herzschlag? Okay, bis gleich. Digga, mein Herz rast komplett. Bitte? Du bist richtig schwindelig davon. Ja, dann ist das so. Wie heißt der mit der Cap eigentlich? Digga, hast du nicht verstanden, dass er dir gerade dreimal gesagt hat, dass ich am Telefonieren bin? Wie heißt du mit der Cap? Marc. Okay, und der ohne, der graue? Kai. Hast du auch gerade so Herzrhythmus oder warum sitzt du? Ich sitze, weil es mir auch nicht gut geht, ja. Digga, willst du einen durchziehen mit mir erstmal? Nein. Smoke weed every day. Hatten wir nicht gerade ein Gespräch? Haben wir nicht vorhin uns noch bei Bennys unterhalten? Ja, und? Ja, habe ich dir nicht gerade vorhin schon gesagt, dass du ein bisschen aufdringlich bist und du hast dich dafür entschuldigt und machst es jetzt wieder? Hä, weil ich frage, dass du... Ja, ich hab dir vorhin... Du bist sehr aufdringlich. Ich habe das nicht so richtig gecheckt mit dem Telefon. Ach schön. Hallöchen, kümmere dich um den Markt. Und mich auch, bitte. Warte, ich komme mal ein Stück mit zur Seite, ja. Hallöchen. Na, eine kleine Beinverletzung. Das machen wir mal. Und mein Herzschlag. Einmal sitzen bleiben, bitte. So, dann kriegen Sie noch eine Rechnung von mir. Aber muss ich das dann bezahlen? Wenn Sie verletzt sind, müssen Sie es auch zahlen. Bro, kannst du das machen vielleicht, dass du das irgendwie über die Firma machst? Negativ. Ja, definitiv nicht. Yo, Bro, ich hatte gerade mit deinem Kollegen... Einmal bitte nicht hier stören bei meiner Behandlung, danke. Yo, ich wollte nur fragen wegen Unfall... Einmal bitte zur Seite. Ja, ich schau mal, was das denn kostet überhaupt. Ja, vielleicht ist das ja auch so günstig, dass das scheißegal ist, weißt du? Ja, wenn wir im Bereich von 13.000. Yo, einer von euch... Bitte einmal beiseite gehen, ja? Achso, nee, ich wollte kurz fragen wegen dem Unfall. Ja, diese 13.000, der meint 13.000. Kannst du mal bitte gehen, ich muss nur bezahlen.
Achso. Oh, das sieht gerade richtig sass aus. Ey, Junge, was ist mit Kollege, dir? Kollege, geh mal einmal bitte weg da, ja. Wie ist denn Ihr Name, der Herr? Das sah so sass gerade aus. Der fragt dich jemand was. Hast du gerade gesehen, wie sass das war? Bräuchte mal Ihren Namen, bitte. Dieses Baby da im Hintergrund. Nee. Ey, echt babyge Angelegenheit heute, ne? So, haben Sie die Rechnung nicht bezahlt? Ey, babyge Angelegenheit heute, oder? Naja. Oh, Anfahrt. Ey, Anfahrt 13.000? Nee, die Anfahrt liegt bei 10. 13.000? Krieg ich jetzt nur so eine kleine Behandlung? Ey, Leute. Hä, Leute? Yo, Bro, wie viel musstest du bezahlen? 5.000. Hä, warum muss ich 13.000 bezahlen? Weil ich eine leichtere Verletzung hatte als du. Ja, er meinte, 10.000 kostet Anfahrt. Warum muss ich die alleine bezahlen? Ja, weil du der Unfallverursacher warst. Hä, war ich nicht mal. War los, Kai. War los, Kai. Ja, lasst euren LKW einfach hier, ihr Vollidioten. Oh, geil. Junger Mann. Ja? Was ist los hier? Was denn? Es haben jetzt vermehrt Leute bei uns beschwert, dass die irgendwas mit dir haben. Hä? Dass du irgendwie die Leute hier mit den Autos wegrammst und so und dass die gerade ein bisschen angepisst sind, weil die dir mehrmals schon irgendwie gesagt haben, dass du von dir dann irgendwie weggehen sollst oder so und weil du immer irgendwas fragst, den Tuning und so. Ja, ich habe ihm jetzt halt schon 100-mal gesagt gefühlt, dass er halt übelst aufdringlich ist und dass er die Situation halt erstmal ein bisschen auf sich beruhen lassen soll und keine 10 Minuten später taucht er hier wieder auf. Hey, er fragt mich im Auto, ob ich OOC schon mal eine Freundin hatte. Okay. Er diskutiert hier die ganze Zeit oder er nervt die ganze Zeit, er kommt die ganze Zeit hier hin, wir sagen ihm, er soll bitte gehen, er kommt die ganze Zeit wieder, ich habe noch eine Frage. Hey, Digga, aber jetzt nicht böse gemeint, wie heißt du nochmal, Marc? Ja. Du willst jetzt, dass ich gebannt werde? Oder nein, was? Nein. Ich sehe jetzt keinen Grund, dich irgendwie zu bannen oder irgendwas aus meiner Sicht. Ich habe auch nie was in der Form gesagt, nur wenn man, ich will dir... Nein, hat er auch nicht. Nur ich möchte dir auch mal signalisieren gerade, dass wenn man dir sagt, dass genug gerade von einer gewissen Situation ist, dass man sich nicht 10 Minuten später dann wieder auf eine neue Situation einlassen kann. Hier jeder, der hier steht, der hier gerade schon mit dir Kontakt hatte, hat gesagt, wie ultra aufdringlich du bist. Marvin, was hat er noch alles vorhin im Auto gesagt? Sipplutschen und sowas alles, was... Sipplutschen habe ich nicht einmal gesagt. Das gehört nicht hierhin. Ja, ich hab das auch noch nie gesagt. Oder irgendwelche Weiber aufreißen wollen die ganze Zeit und hier und da. Ja, am Anfang so. Habt ihr gesagt, das ist cool und so. Dieses ganze pervers und drumherum und sich kaputt lachen, weil eine Medic auf jemand am Heilen ist, weil das falsch aussieht, das ist auch nicht richtig. Die macht da ihren Job, da braucht man nicht irgendwie pervers denken. Ja, okay. Aber es sah halt wirklich sass aus. Ja, aber sowas gehört hier nicht hin. Denk dir dein Teil oder sonstiges, aber sprich doch sowas nicht einfach... ohne irgendwie aber du musst zugeben, das sah ein bisschen sass aus. Ganz ehrlich, wenn ich da stehen würde, das mitkriegen würde, dass du da stehst, dir deine Zigarette raus und dich wegen dieser Behandlung kaputt lässt, würde ich mit dem Taser auf dich zugehen und dir erstmal deine Eier wegtasern. Ja, aber das ist jetzt auch pervers. So, ja, weil du pervers denkst. Es ist wieder soweit, Jungs. Ich weiß nicht, wie ich diesen Sack hier zumachen soll. Und es bockt einfach mal immer mal zwischendurch, Jungs. Wenn ihr mich bei sowas in Zukunft supporten wollt, kommt alle auf den Discord, oberster Link in der Beschreibung. Add everyone. Kommt auf den GTA-RP-Server. Real V. Junge, es sind gerade 40 Leute gejoint. Aber wo sind die alle, Digga? Oh, ich wurde gebannt. So, einen Tag später, mir hat das Ende nicht gefallen. Ich mache jetzt kurz einen Prozess hier im Support. Ich wurde ja gebannt wegen Raid, blablabla. Ich weiß jetzt nicht, ob die gecheckt haben, dass ich das war, der den Raid verursacht hat. Wir werden einfach probieren, da jetzt entbannt zu werden. Und dann will ich da noch was abslicen, finde ich. Wurde gestern... einfach vom Server gebannt, während ich am Fahren war. Und danach hatte ich komplett Stromausfall bei mir im Dorf. Cool, erledigt, geil. Cool. Ha, geil, ja, cool. Da gehe ich nochmal hin und dann troll ich jetzt nochmal hardcore rein. Oh, 14 Leute, vielleicht ist da drauf. Nabend. Nabend. Jungs, eine Frage. Ja. Der Pimmel mit der Cap, einmal bitte stehen bleiben. Nee. Sau nice. Wow, sau wow, nice. Wow. Sau nice. Nice. Sau nice. Ich hab das Problem beseitigt. Digga, was ist das für ein RP-Niveau? Guten Tag. Servus. Sag mal, hast du ein Messer? Ja, gerade in der Hand. Okay. Hä? Wieso redet der mit mir, wenn er mich bannen will? Tschüss.